Er ist immer sympathisch und trotzdem hat er eine Autorität. Aber als Bergführer, mit aller Sympathie, wenn der Gusti etwas sagt, dann machst du es einfach ohne Diskussion. Und hoffentlich gilt das auch für alle, die hier in Rio weiterhin super Rennen fahren. Er ist ein tolles Vorbild für die Jungen, nicht nur beim Skifahren. 100 years. 100 anni. Nein, hören Sie fest und am besten auf Sahnendeutsch. Unglaubliche 100 Jahre Skiclub Lauenen. Tradition muss gepflegt werden. Dass wir hier heute dieses stolze Jubiläum feiern, verdanken wir dem Pioniergeist unserer Gründerväter. Sie waren beseelt von Gedanken, dass unsere einmalige Bergwelt sie gerade dazu einlädt, einen Club zu gründen, der gleichgesinnte und angefressene Skifahrer zu einer Sportfamilie vereint. Grüße, willkommen heissen hier in der Turnhalle Lauenen. Im Namen von Gemeinde Parfit im Skiclub Grüße überbringen und zum 100-Jährigsten gratulieren. Es ist eben nicht selbstverständlich, 100-jährig zu werden. Es ist auch nicht für einen Verein selbstverständlich. Dafür hat es ging etwas gebraucht, dass das so ist weitergegangen. Seit der Gründung haben all die Mitglieder und Vorstände enorm geleistet, dass das ging, ist weitergelaufen und ging um, ist gegangen. Jetzt alle verstehen. Zuerst einmal ganz, ganz herzlichen Dank für die ganz liebe Einladung, die ich bekommen habe von Gusti Öhrli und dem Skiclub Lauenen. Es ist mir eine grosse Ehre, ich sehe das als eine meiner wichtigsten Aufgaben, in solchen Versammlungen zu kommen und dann ein paar Worte zu reden und auch mitzuspielen, was bei uns an der Basis abläuft. 50 Milliarden 3000 Millionen prognostierte Anzahl TV-Zuschauer weltweit. 2 Millionen Kosten vom Haus auf Schweizerland. Für einen solchen Verein ist die Nachwuchsförderung und da braucht es auch Geld. Wir haben jeder Verein etwas gegeben und der Rest, der es nicht braucht für die Tour, wäre noch im Kuhwehr irgendwie als Jugendförderung für die auch gedacht gewesen. Nochmal, merci vielmals, dass wir hier sein dürfen und allen noch einen schönen Abend. Merci. Ja, aber unser anderer Bioleiter haben wir am Dienstag angeschaut und gesagt, du musst eine Bohrmaschine bringen, meine ist kaputt. Am Mittwoch hat mir der Präsident angeschaut und gesagt, oh, wir sollten dann etwas schenken, was gerne. Dann habe ich gesagt, eine Bohrmaschine. Damit möchte ich dir den Gusti überreichen mit den besten Grüßen und Gratulationen vom TV Lauenen. Du bist du nach etwa 20 Jahren nach Simonago in Öllen mit dir Rätselsieger gehabt. Aber das Jahr drauf, sondern müssen, da haben wir die Mannschaft, da haben wir die Gliedpaar.